Eine neue Tour steht an. Maxi und ich fahren durch die Alpen nach Süden. Servus, willkommen bei Wetter Action. Ich bin Sturmier Tobias. Wir befinden uns gerade im Grazer Becken in Österreich. Hier hat es eine extrem feuchte und schwüle Luftmasse. Von Westen her, von Italien, kommen jetzt schon erste Gewitter reingezogen. Und die sollten sich dann nachher auf dem Weg in die Steiermark verstärken. Und dort wird nachher mit sehr großem Hagel gerechnet. Es kann Unwetter geben mit Hagelkörnern größer als Tennisbälle. Und darauf stürzen wir uns jetzt dann. Also, chase on! Erste Gewitter gehen nördlich von uns hoch. Auch im Westen brodelt es munter vor sich hin. Und die Silhouette einer ersten Gewitterzelle ist zu erahnen. Der ausgewehte Eisschirm verdeckt die Sonne, sodass kein Streulicht mehr die Sicht auf das Gewitter verhindert. Wir schauen auf eine frisch geborene Superzelle. Sollten wir nur kurz bleiben. Wir haben echt einen tollen Blick. Massive Aufwindimpulse gehen am nächsten Standort bei Gleisdorf durch das System. Die Superzelle pumpt sich regelrecht mit feuchtwarmer Luft zu einem steirischen Prachtexemplar auf. Bei Heimersdorf stehen wir vor einer ausgeprägten klassischen Superzelle. Eine turbulente und teilweise rotierende Wolkenfront kommt auf uns zu. Dahinter ein Blendenteller RFD. Zwei Mücken probieren über uns das Viech mit Silberjodid aufzuhalten. Trappen wir da oben rein. Scheiß alle Flieger. Warte doch mal, wer da jetzt reinfurzt. Oh, ihr seid ja süß. Die Superzelle hat ganz schöne Ausmaße angenommen. Besser geht es nicht. Die Superzelle ist isoliert und zieht nicht allzu schnell. Dazu kein einziges Gewitter im Süden, was den Zustrom stört. Wir sind fest entschlossen, vorne dran zu bleiben. Das ordentlich eindreht, gell? Wir fahren mit dem Gewitter mit. Die Superzelle hat sich zwar leicht abgeschwächt, ist aber immer noch sehr gut organisiert. Jetzt rechts abbiegen. Das ist so mit ihm. Das hügelige Gelände und das ungünstige Straßennetz erfordern gute Navigation. Aber dahinter beginnt die ungarische Tiefebene. Einer mit der besten Gegenden, um in Europa Gewitter zu jagen. Flanking line da oben. Ein Spatzen erwischt, der hing dann vorne im Kühler. Am Kern. Ein Fake NATO. Feuchte Niederschlagsluft wird ohne Rotation aus dem nassen Wald nach oben gezogen und schaut ein Tornado täuschend ähnlich. Wir lassen uns davon nicht ablenken und düsen ohne zu halten der Aufwindzone entgegen. Die tollen Formationen der Superzelle werden vor uns immer besser sichtbar. Alter. Mama mia. Bier's Cake da vorne, geil. Schwere RFD-Böen wehen etwas konvektiven Niederschlag aus dem Gewitter. Gleich fahren wir über die Grenze nach Ungarn. Das kleine Wachhäuschen. Ah, ist ja. Da hocken sogar noch Beamte drin. Alter Leute. Wo ist denn auch verlorene Posten, oder? Da der Straße folgen. Yeah. Ich nutze eine rote Ampel, um einen Kameraschwenk von dem Gewitter zu machen. Dabei realisiere ich erst, was für ein Viech ganz knapp uns im Nacken sitzt. Ein richtiges Rennen beginnt. Auf der Umgehung von Zumbatay kommen wir in starke Sturmböen. Eine Tankstelle bietet sich als Hagelschutz an. Doch wir behalten die Nerven und fahren weiter mit dem Wissen, dass gleich eine rettende Schnellstraße Richtung Osten kommt. Heaters rotiert, ja geil. Es wird zu zum HP-Monster, das passt. Und
gut davor. Genau, weil dann fährt der Hauptsage. Alter, rotiert das. Ich sag ja, die rotzt noch ein Tornado aus. Endlich können wir Boden auf die Superzelle gut machen. Ein richtiges Mutterschiff steht da am Himmel. Den Begriff verwenden Sturmjäger, weil diese Formation an ein Raumschiff in einem Blockbuster erinnert. Nächster Halt, was für eine Formation, die da schon wieder auf uns zusteuert. Die Stimmung unter der dunklen Gewitterzelle und den hellen Hagelkern dahinter ist einfach nur episch. Wir haben noch nicht genug und bleiben weiter dran. Die Basis des Gewitters wird durch die heiße Luft in der Region immer höher. An der Vorderkante sind tolle laminare Formationen zu sehen. Jetzt scheint hier langsam die Feuchte zu fehlen, weil die Basis immer höher wird. Ankunftszeit ca. 19:19 Uhr. Vor da vorne gehen jetzt nächste Quellungen hoch. Langsam geht die Superzelle ein. Wir beschließen uns, etwas nördlich des Zentrums überrollen zu lassen. Der Hagel sollte nicht allzu groß werden, sodass wir auch schöne Aufnahmen bekommen und die Autoscheiben heil bleiben. Da Dynamik drin ist, gell? Ja. Da unten. Au! Und dann klopft es auch schon auf den Dach. Vorsichtshalber fahren wir unter einen Baum. Der Hagel hat zwar nur um die 3 cm, aber die hartgefrorenen Steine hüpfen wie Flummis über die Landschaft. Dazu fällt der Hagel am Anfang fast komplett ohne Regen. Ich hoffe, das kommt noch. Oh. Nachdem der erste Schwall Hagel mit kräftigen Böen vom Himmel kam, fällt er zum Schluss bei Windstille fast senkrecht vom Himmel. Ein weiteres Vögelchen probiert verzweifelt am Auto Schutz zu suchen. Es wird das Unwetter unverletzt überstehen. Maxi beim Hagelkörner sammeln. Ich glaube, die Scheiben waren noch nie gefährdet. Nee. Kaum zieht unser Unwetter ab, kommt von Südwesten ein zweites System nachgezogen. Dieses hatte eine Schelfklotz an der Vorderseite. Dahinter rieselt munter der Hagel aus der Gewitterzelle, zu sehen an den ausgefransten Fallstreifen. Aus einer letzten Nachtzüglerzelle schlagen noch mehrere Erdblitze in der Nähe ein. Ein stundenlanges Superzellen-Chasing ist vorbei. Wir konnten gigantische Strukturen sehen, haben mittelgroßen Hagel abbekommen. Jetzt genießen wir noch ein paar Blitze. Es regnet jetzt in unserem Standort. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Servus.